Hallo, mein Name ist Schmidt Christian. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Und ihr fragt mich ganz oft, wie war denn mein Werdegang? Ja, wo habe ich denn angefangen? Wo komme ich denn her? Und so weiter. Und wir haben uns entschieden, wir machen mehrere Parts, also mehrere Videos darüber, wer ich überhaupt bin und was ich überhaupt gemacht habe und wie ich überhaupt dazugekommen bin. Und der erste Part, und da nehme ich euch heute mit, ist das Thema, wie war ich überhaupt Kindergarten, Schule, ja, wie weit ging das? Auch Sport, ja, Fußball und so ein Zeug. Und da nehme ich euch mit. Viel Spaß beim Video. So, herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier bei mir in meinem früheren Kindergarten. St. Josef Kindergarten heißt er. Das ist ein kirchlicher Kindergarten. Und dort war ich praktisch dann bis zur Einschulung. Man muss dazu sagen, ich bin ein Jahr später eingeschult worden, also war hier etwas länger als normal. Es lag daran, dass meine Mutter oder meine Eltern damals so ein bisschen mitbekommen haben, dass ich vielleicht ein bisschen so ein Spätzünder bin und mich relativ schwer konzentrieren kann. Das Resultat daraus siehst du dann gleich, denn ich war das erste Jahr auf der Sonderschule und da gehen wir dann gleich hin. Aber hier im Kindergarten, da kann ich mich noch daran erinnern, dass alle anderen Kinder lauter Spielsachen aus Amerika hatten oder amerikanische Spielsachen, was so mit Wrestling und sowas zu tun hatte. Das war aber überhaupt nicht mein Fall und ich durfte auch nicht Fernsehen gucken, diese ganzen Gewaltfilme oder Gewaltcomics. Deshalb ging es so ein bisschen an mir vorbei. Ich war mehr so der Typ Fußball. Also ich habe in den jungen Jahren, bereits im Kindergarten, ging es ständig darum, Fußball zu spielen. Und wie du hier dann gleich sehen kannst, dieser Spielplatz ist unglaublich klein. Und dadurch bin ich immer negativ aufgefallen, weil ich über diesen Zaun geklettert bin und dann auf dieser Wiese Fußball gespielt habe mit zwei, drei anderen. Und da haben wir ständig Anschluss bekommen. Das hat aber damals schon gezeigt, dass es für mich relativ schwer war, sich anzupassen. Das heißt, ich habe mir meine Sachen, so wie ich es eben gebraucht habe, selber gemacht und bin dann meistens auch mit meinem Charme da ein bisschen drumherum gekommen. Also, du hast gesehen, das war mein Kindergarten. Es hat sich natürlich über die letzten Jahre hier einiges verändert. Es sind einige Gebäude dazugekommen. Ganz viele Sachen sind auch erneuert worden. Aber jetzt hast du einen kleinen Einblick bekommen. Hier war ich im Kindergarten und jetzt zeigen wir dir noch ein paar Sachen, was hier so alles gab. Genau, also das war dieser Mini-Spielplatz. Der ist immer noch sehr, sehr klein und ich kann mich noch erinnern, dass hier in der Ecke, also das hier ist alles neu, ja, dass hier in der Ecke noch ein großer Sandhaufen war und wir sind dann auf diesen Sandhaufen und sind dann über diesen Zaun drüber geklettert. Der Zaun ist natürlich erneuert, ich weiß noch, ich glaube damals war das so eine Art Holzzaun, dann sind wir hier drüber geklettert und wenn du mal mitkommst auf die andere Seite, hat sich auch einiges verändert, das ist auch alles neu gekommen, aber hier war die Wiese und auf dieser Wiese haben wir dann immer Fußball gespielt. Das heißt, immer wenn Pause war, sind wir da drüben über den Zaun gegangen und haben hier dann gespielt und die Gefahr war dann immer, das hier vorne ist gleich die Straße. Ja, die haben natürlich alle Angst gehabt, dass wir dann da vorne auf der Straße irgendwann landen. Wir wollten aber nur Fußball spielen. Das war damals für mich das Allergrößte, vor allem in meiner Kinderzeit. Und wir gehen jetzt mal dahin, wo es dann losging mit Schule. Und da gibt es auch einige sehr, sehr lustige Geschichten. Da nehme ich dich jetzt mit, denn ich war in der ersten Klasse das erste Jahr auf der Sonderschule. Und warum ich dort war, das siehst du jetzt gleich. Viel Spaß. So, wir befinden uns jetzt in meiner ersten Schule. Ja, hier war ich nämlich in der Schule, in der Pestalozzi-Schule. Das ist eine Sonderschule, also so eine Sonderförderschule. Und sehr, sehr lustig war, meine Eltern haben mir das damals richtig cool verkauft. Sie haben gesagt, das ist eine Sonderschule und diese Sonderschule ist für ganz besondere Kinder. Ja, also meine Eltern haben mich damals da reingesteckt, weil ich leichte Konzentrationsprobleme hatte. Ja? Und ich habe mich einfach für dieses ganze Thema wenig interessiert. Ja? Für das Thema ruhig sitzen und sowas, das konnte ich im Kindergarten schon nicht. Und aufpassen und zuhören und sowas. Und deshalb hat man gesagt, okay, ich soll jetzt erstmal in die Pestalozzi-Schule, weil man, da ist alles viel, viel langsamer, der Stoff ist viel, viel gediegener und sowas. Und die anderen Leute, die da um dich rum sind, haben auch alle ähnliche Herausforderungen. Und somit musste ich praktisch mein erstes Schuljahr in der Sonderschule verbringen. Und ich habe dann auch gleich sehr, sehr lustige Sachen erfahren müssen, weil ich habe gedacht, ich bin der Allercoolste. Ich bin nämlich hier auf der Sonderschule, nur die für die besonderen Schüler. Ja? Meine Mutter hat mir das natürlich ganz cool verkauft. Und dann im Bus habe ich dann so ein bisschen die Quittung bekommen, weil die coolen Kinder natürlich alle hinten saßen. Und ich dachte, naja, ich setze mich auch einfach mal hinten hin. Ich war aber da nicht so willkommen, weil ich kam ja aus der Sonderschule und die anderen kamen ja aus der ganz normalen Grundschule. Ja,
Hier habe ich auf jeden Fall mein erstes Schuljahr verbracht. Ich habe auch nur positive Sachen im Kopf über diese Schule. Ich habe wahnsinnig viel Fußball gespielt. Wir gehen auf jeden Fall mal außen rum und schauen uns den Platz an, wo ich damals immer Fußball gespielt habe. Und das Coole war, ich war hier dann schon, obwohl ich Erstklässler war, in den höheren Klassen unglaublich angesehen, weil ich gut Fußball konnte. Ja? Also ich durfte dann immer mit lauter Kindern spielen, die alle schon viel, viel älter waren als ich, weil ich vom Fußballerischen gar nicht so schlecht war. Und wir gehen jetzt mal außen rum und schauen uns den Sportplatz an. So, wir befinden uns jetzt praktisch da, wo dann die Pause stattgefunden hat. Und hier, also die haben jetzt hier drüben nochmal einen Fußballplatz dazu gebaut, wie du sehen kannst. Den gab es bei mir noch nicht, ja? Aber hier auf dem roten Feld haben wir immer Fußball gespielt. Und natürlich auch immer ein bisschen länger, als die Pause gedauert hat. Ich glaube, damals war die Pause 15 oder 20 Minuten. Und ich habe dann hier immer Fußball gespielt. Da gab es ja noch rechts und links zwei Tore. Und ich weiß noch, dass ich ständig, als ich dann wieder zurückgekommen bin, total verschwitzt war, auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass meine Knie und Schuhe immer kaputt waren durch diesen roten Tatternboden. Ja? Also da ging es natürlich um alles, ja, in der Schule, beim Sport. Und somit, das ist so meine Erinnerung, dass ich hier schon mit den Größeren immer spielen durfte. Und mich hat dann auch gar nicht interessiert, wenn der Lehrer zum dritten Mal gerufen hat, dass ich jetzt doch bitte reinkommen soll. Ja, also für mich war damals Fußball unglaublich wichtig, Sport allgemein. Und ich war auch ständig draußen, habe weniger mit irgendwelchen Spielsachen zu Hause gespielt, sondern ich war ganz viel unterwegs und war ganz viel draußen. Und hiermit verbinde ich hauptsächlich die Sachen, dass ich mit anderen, vor allem Älteren, unterwegs war und dass mich das aber so vom ganzen Werdegang und so, es hat mich eigentlich gar nicht gestört, dass die Leute alle älter sind als ich und hat damit auch vielleicht schon dadurch, dass ich lauter Freunde hatte auch, die alle, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre älter waren als ich, habe ich immer die so ein bisschen als Vorbild gesehen und niemals die Leute, die ungefähr in einem Alter mit mir waren, bei mir waren. Ich war nur ein Jahr auf der Sonderschule, weil dann meine Eltern gesagt haben, okay, die würden jetzt gerne versuchen, auf eine normale Schule mit mir zu gehen. Und ja, da musste ich dann gar nicht so weit fahren, weil das hier waren ungefähr 12 Kilometer entfernt. Und da musste ich auch das erste Mal mit dem Bus fahren. Und Busfahren war gar nicht meine Thematik. Da bin ich dann beim ersten Mal Busfahren direkt in die Fränkische Schweiz gefahren, was hier ja gar nicht so weit weg ist. Und der Busfahrer war dann so lieb, als ich dann geholt habe aus dem Wasser und hat mich dann direkt als allerletztes bis nach Hause vor die Tür gefahren, weil ich in den falschen Bus eingestiegen bin. Ja, hat mir natürlich keiner erklärt, aber somit musste ich es auch lernen. Und der Busfahrer war super lieb, der hat mich dann öfters mal nach Hause gefahren, weil ich nicht ganz genau wusste, wie das so abläuft, wo hier die Busse fahren. Und ich konnte die Zahlen am Anfang mir einfach nicht merken und wusste nicht genau, was, welche Zahlen und in welchen Bus ich da einsteigen muss. Ja, somit habe ich es dann aber auch irgendwann gelernt. Also heutzutage kann ich auf jeden Fall mal Bus fahren. Hier hat sich auf jeden Fall einiges getan. Und zwar, die haben ganz schön aufgerüstet hier in der Schule. Damals, als ich in der Schule war, war das noch viel, viel kleiner. Die haben hier noch einiges dazu gebaut. Aber ich verbinde hier vor allem harte Kämpfe im Fußball. Ja, das war für mich eine der Sachen, die mich hier auf jeden Fall verbunden haben. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war mein Klassenzimmer damals, erste Klasse. Und das Lustige war, dass mein Lehrer immer hier rausschreien musste, damit ich von hier drüben, ja, jetzt endlich wieder in die Klasse komme. Ja, war sehr, sehr lustig. Ja, hat manchmal funktioniert und manchmal auch nicht. Ist schon mega krass eigentlich nochmal hierher zu kommen. So, das letzte Mal, als ich da war, war ich, keine Ahnung, 8 oder so oder 9. Ja, ich bin ein Jahr später eingeschult worden, 9. Crazy. Ja, also ich war seitdem nicht mehr hier und es hat sich ganz schön was verändert. Aber ich kann mich an einige Sachen auf jeden Fall noch erinnern. Und ja, mich würde mal interessieren, was aus den anderen aus meiner Klasse so geworden ist. Ja, also ich weiß zwar noch 2, 3 Leute, mit denen hatte ich dann relativ viel zu tun, auch mit Kindergeburtstag und sowas. Aber mich würde mal interessieren, was aus denen geworden ist, ja? Was die für einen Weg eingeschlagen haben. Ja, und wir gucken uns jetzt mal Folgendes an. Jetzt gibt es noch ein paar kleine Eindrücke hier von dieser Sonderschule, ja, die Pestalozzi-Schule. Da gibt es noch ein bisschen was, damit ihr ein bisschen was gucken könnt. Und danach gehen wir dahin in meine erste normale Schule. Und da musste ich gleich wieder in die erste Klasse, weil ja, hier ging ja alles ein bisschen langsamer. Und somit haben meine Eltern entschieden, ich mache die erste Klasse 2-mal. Und ja, da gehen wir jetzt hin und gucken uns an, wo habe ich die erste Klasse dann normal machen dürfen und wo ging es dann für mich richtig los. So, wir befinden uns jetzt hier in der Volksschule Kersbach. Da war ich dann nämlich, nachdem ich auf der Sonderschule war,
bin ich dann nochmal hier in die erste Klasse gekommen, in eine normale erste Klasse. Also diejenigen, die jetzt dann auch ganz normal in der ganz normalen Geschwindigkeit lernen. Sonderschule, da ging alles ein bisschen langsamer zu. Meine Eltern haben sich damals dafür entschieden, dass ich die erste Klasse zweimal machen soll und bin dann hier in die Klasse gekommen. Hier haben sie gerade alles neu gemacht, habe ich gesehen. Crazy, die ganze Schule, die es hier mal gab, die haben sie abgerissen und haben jetzt gerade alles verändert. Das einzig Wichtige, was damals für mich auch wichtig war, das haben sie auch wieder integriert, ein Fußballplatz, finde ich schon mal gut. Und hier war ich bis zur vierten Klasse, also erste, zweite, dritte, vierte Klasse war ich hier. Hier habe ich Lesen und Schreiben gelernt, aber auch hier bin ich schon negativ aufgefallen und habe immer dazwischen gerufen und habe mich relativ wenig an Regeln gehalten. Ich weiß, dass ich hier noch, oder dass es hier schon anfing, dass ich angefangen habe, keine Hausaufgaben zu machen, weil es mich nicht interessiert hat. Ich habe lieber draußen gelernt und gespielt und ich habe damals für mich schon entschieden, dass das, was ich hier lerne, fand ich nicht cool und ich habe da auch nichts mit anfangen können, so ein bisschen. Wobei, in einer Sache war ich sehr, sehr gut, und zwar im Lesen, weil ich damals in der Klasse oder in der Situation relativ schnell angefangen habe, so Zeitungsartikel und sowas zu lesen von meinem Opa. Das hat sich aber dann, glaube ich, dritte, vierte Klasse hat sich das wieder erledigt gehabt. Dann hat mich Lesen nur noch genervt und nur noch angekotzt. Aber das war zum Beispiel was, was ich am Anfang ganz cool fand, zu wissen, was dann auch auf Schildern steht und sowas. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, das war jetzt nur ein ganz, ganz kurzer und kleiner Einblick, weil euch kann ich gar nicht hier erzählen, wo ich hier Fußball gespielt habe, weil die hier alles platt gemacht haben, haben alles abgerissen und haben jetzt alles neu aufgebaut. Ja, und wir gehen jetzt ab zur nächsten Klasse, und zwar fünfte und sechste Klasse. Da fahren wir jetzt zusammen hin. Bis dann, tschüss. So, wir sind jetzt in der nächsten Schule, ja, und hier habe ich meine Klassen fünfte, sechste verbracht. Ja, hier ging es nur 2 Jahre lang. Und hier kann ich mich noch dran erinnern, hier ging es das erste Mal los, dass es Herausforderungen mit unserer Lehrerin gab, aber nicht nur ich selber, sondern die ganze Klasse. Ich weiß damals gar nicht mehr warum, aber unsere Lehrerin ist damals das Häufigere aus der Klasse rausgerannt. Ja, ich glaube, der Lehrerberuf war damals schon nicht ganz so einfach, wobei ich fand, dass wir von der Klasse her gar nicht so schlimm waren. Ja, also ich war hier allerdings nur 2 Jahre und musste dann für 1 Jahr nach Poxdorf, da fahren wir dann gleich hin. Hier gab es natürlich auch ein wichtiges Thema für mich, immer noch Fußball, du weißt es. Und hier gibt es keinen Fußballplatz, das heißt, wir mussten uns mit anderen Sachen beschäftigen, entweder hier vorne Tischtennis spielen oder da unten, da gehen wir jetzt gleich noch hin, gab es dann das Thema Fußball. Da gab es im oberen Bereich ein Tor, da haben wir drauf gespielt und unten haben wir, glaube ich, 2 so Hütchen aufgestellt. Mehr gab es hier nicht. So, was es hier auch gab, und zwar das Thema Werken. Daran kann ich mich noch erinnern, da war ich handwerklich schon gar nicht so schlecht. Da ging es nämlich hier los, das erste Mal so richtig mit Sägen und solchen Sachen. Da kann ich mich daran erinnern, hat mir super viel Spaß gemacht. Da ging es schon los, die Grundlagen für das Thema Bauen. Ich habe aber auch zu Hause schon immer relativ viel gebastelt. Ich war so ein Waldkind. Ja? Also damals gab es ja noch wenig, also ich glaube Nintendo 64 war damals so das Allergeilste. Den hatte ich dann erst relativ spät, als dann glaube ich schon, was kam dann noch? Ich weiß gar nicht, was nach dem Nintendo 64 gab, aber das Nintendo 64 war meine erste Konsole. Mega geil, würde ich heute noch. Also wenn du eine Nintendo 64 hast, ich würde ihn dir gerne abkaufen, habe ich richtig Bock drauf. Also einen, der, wo der Controller noch funktioniert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Weil die sich natürlich immer so schnell abgenutzt haben. Aber ich war jemand, der relativ viel draußen war und dadurch natürlich auch handwerklich so ein bisschen begabt. Und da ging es schon los, Thema Bauen. Ja. Bevor ich meine erste Wohnung gekauft habe, habe ich schon das erste Mal Fliesen verlegt. Allerdings damals nur bei Freunden so ein bisschen geholfen. Natürlich hier nicht 5., 6. Klasse, es hat noch ein bisschen gedauert. Aber hier zumindest ging es los mit dem Thema handwerklichen Sachen. So, meine Lieben, jetzt bin ich praktisch in meinem Heimatort. Hier bin ich auch groß geworden, aber bisher habe ich mich ganz lange davor gedrückt. Kindergarten war ich schon woanders, in den ersten Schuljahren war ich auch immer woanders. Aber ab der 7. Klasse durfte ich dann hier hin und war aber auch nur 1 Jahr dann hier und bin danach praktisch nach Vorheim gegangen, um dort auf den M-Zweig zu gehen. Das war damals sowas wie Realschule. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt. Ja, hier kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich war hier nur 1 Jahr und ich weiß, dass wir damals eine Referendarin hatten, die gerade so Lehrerin geworden ist. Wir waren praktisch so das erste richtige Jahr und die hatte ständig irgendwelche Tests. Ich verbinde das damit, dass sie vor allem mir immer irgendwelche Sachen angeboten hat. Das heißt, wenn die einen Test hatte, das heißt, die wurde dann geprüft, glaube ich. Hinten saßen dann einige Prüfer und ich war immer jemand, der reingeschrien hat oder irgendwelche Witze gemacht hat oder irgendwelche blöden Kommentare. Und ich weiß noch, dass es damals immer für mich
Fußball-Sammelbildchen gab. Das heißt, wenn ich mich in dieser Stunde oder in dieser Doppelstunde, ich glaube, es waren immer 90 Minuten, 45 Minuten, eine Stunde, eine Schulstunde, und wenn ich mich anständig aufgeführt habe und es hat alles so gepasst, gab es für mich immer diese Panini-Sammelbildchen. Ja, das war natürlich die einzige Motivation, warum ich die Klappe gehalten habe. Ansonsten, danach, kaum waren die Prüfer raus, habe ich mich wieder verhalten, so wie vorher. Ja, Schule war halt einfach nicht mein Ding. Hier 8. bis 10. Klasse war ich hier und wir befinden uns jetzt gerade im Pausenhof. Und ich war damals kein anständiger Schüler, beziehungsweise ich habe mich nicht so angepasst, und in der Zeit habe ich relativ viele Mitteilungen bekommen. Ich habe nie einen Verweis bekommen, also ich konnte mich immer rhetorisch ganz gut rauswinden. Eine der Sachen, die ich gemacht habe, und zwar ganz da oben, da waren damals die Toiletten im oberen Bereich, und wir haben Wasserbomben hier runtergeschmissen auf die Schüler, die dann hier im Pausenhof waren. Und da gab es dann damals einen richtigen Rüffel. Allerdings nicht für mich, weil ich habe mich nicht erwischen lassen. Aber die zwei anderen, die haben sie damals erwischt. Aber die waren so fair und haben mich zumindest nicht verpfiffen. Es waren aber noch zwei andere Jungs mit dabei. Was natürlich auch noch ein Thema war, ist Thema Fußball. Wisst ihr ja. Das war für mich natürlich ganz, ganz wichtig. Jetzt denkt ihr natürlich, ey, der hat sich die Schulen nach den Fußballplätzen ausgesucht. Ja, das ist nicht ganz richtig. Es war halt damals Zufall. Aber auch hier haben wir in jeder Pause Fußball gezockt. Also ich zumindest, ja. Die anderen haben dann schon angefangen, ein bisschen zu lernen oder sonst irgendwas, dann auch, als es dann darum geht, die mittlere Reife zu bekommen. Mir war das immer scheißegal. Und Schule war einfach nicht mein Ding. Also ich habe da überhaupt keinen Bock drauf gehabt. Auch hier, also das war genau die Zeit, wo du eigentlich in einem Alter bist, wo du sagst, 8., 9., 10. Klasse. Du hast auch ein Alter erreicht, wo du eigentlich so in deinem Kopf so ein bisschen einen Schalter umlegen solltest. Ja, was wichtig ist und was weniger wichtig. Und für mich war das damals total uninteressant. Das hat mich nicht interessiert. Dieses ganze Thema Schule fand ich persönlich total langweilig, und ich bin hauptsächlich aufgefallen durch Zwischenrufe, ganz lustige Sachen, habe mich an nichts gehalten und so weiter, und teilweise keine Hausaufgaben gemacht und sowas. Also das war eine Zeit, Schule ging mir einfach total am Hintern vorbei, und für mich war eher wichtig sowas da, Fußball spielen zum Beispiel und dann natürlich irgendwie mit ein paar Freunden abhängen, wobei auch das noch nicht ganz so wichtig war für mich, ja, sondern für mich war Fußball Priorität Nummer 1, und das hat sich dann eigentlich erst geändert so mit 17, 18, weil im letzten Jahr oder dann in den letzten Monaten hier, habe ich dann angefangen, Bücher zu lesen, und zwar Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, und damit ging es dann im Endeffekt los. Aber da habe ich dann erst ganz am Ende angefangen, und bis dann die Bücher praktisch vom Lesen in meinem Kopf angekommen sind, hat es nochmal ein bisschen gedauert. Aber jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick bekommen. Hier war ich also 8. bis 10. Klasse, und hier habe ich auch meinen mittleren Schulabschluss gemacht. Also hier habe ich meine mittlere Reife gemacht. Wie gesagt, im zweiten Anlauf, und die Noten waren dann 3,6, also durchaus verbesserungswürdig. Das war im Endeffekt auch einer meiner letzten Stationen in der Schule. Ich war dann noch in Bamberg auf dem spätberufenen Gymnasium, und da fahren wir jetzt gleich hin, und dann seht ihr da auch nochmal ein paar Sachen. Das war auch sehr, sehr spannend, da sollte ich nämlich mein Abitur nachholen. So, nachdem ich jetzt meine mittlere Reife endlich in der Tasche hatte, habe ich angefangen, mich zu bewerben, und zwar auf lauter Berufe, wo meine mittlere Reife viel zu schlecht war. Also das heißt, ich wollte zum Beispiel Bauzeichner werden, was ich damals schon ganz cool fand, aber leider haben meine Noten dafür nicht ausgereicht, und viele Leute mit Fachabitur oder mit Abitur haben sich dafür beworben. Das heißt, da einen Ausbildungsplatz zu bekommen, war natürlich dann für die Katz. Das heißt, ich habe fast ein halbes Jahr lang verschwendet mit Suchen und bin dann zum Theresianum gekommen. Und zwar wollte ich hier eigentlich mein Abitur nachmachen. Das hat auch ganz gut funktioniert, und zwar für 6 Monate. Und dann ging es los mit Latein und Altgriechisch. Und das waren leider nicht meine Paradefächer. Man muss sagen, Schule war noch nie meins, das wisst ihr ja schon. Wobei ich hier gar nicht so schlecht war. Also Deutsch, Mathe war okay, ja, so auf 3, 2, 3, das ging noch. Aber leider in Latein hat es dann schon eine 6 gehagelt, und die haben damals schon zu mir gesagt, such dir mal lieber was anderes, das sieht nicht so gut aus, junger Mann. Und dann habe ich mich beworben und bin dann Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme geworden und habe dort dann eine 3,5-jährige Ausbildung in München gemacht. Zu dieser Schule, es ist ein bisschen was Besonderes, das siehst du hier schon, es ist ein erzbischöfliches Abendgymnasium. Bei mir war das damals so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Es bedeutete, du hast dich hier um 7 Uhr getroffen. Von 7 bis 8 Uhr musstest du in die Kirche gehen, weil wir sind hier in Bamberg, es ist ziemlich kirchlich alles angehaucht. Wir mussten dann praktisch eine Stunde beten und lauter so ein Zeugs. Es war dann wie so eine Kirche, jeden Morgen. Und danach ging erst die Schule los. Und es war nicht so meine Welt. Ich zeige euch mal ein bisschen was hier außenrum ist, damit ihr euch ein bisschen auskennt in Bamberg. Ja.
hast eine super, super schöne Aussicht. Ja, also hier oben in der Ecke, das könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen, weil wir ein sehr, sehr weitwinkliges Objektiv haben. Da oben ist die Wunderburg. Ja, so eine Aussichtsmöglichkeit hier. Das ist eine sehr, sehr alte Burg, die es hier gibt. Und auf der anderen Seite, und zwar hier drüben, ist dann der Bamberger Dom, wofür Bamberg auch sehr, sehr bekannt ist. Bamberg ist ja eine Weltkulturstadt. Und das war dann, nein, Bamberg ist keine Weltkulturstadt, Bamberg ist ein Weltkulturerbe, so muss ich es ja sagen. Ja, und das war mein letzter Step. Gut, es gab noch die Berufsschule, aber das war so mein letzter Anlauf, Thema Schule. Und als ich dann hier raus war, ich muss gestehen, seitdem war ich auch nicht mehr hier. Ja, also seitdem ich hier in der Schule war und habe dann mein Abgangszeugnis bekommen, war ich auch nicht mehr hier. Es hat sich auch gar nicht so viel getan. Es sieht auf jeden Fall noch genauso aus wie früher. Ich muss aber dazu sagen, ich war sehr, sehr froh, dass ich hier dann raus war. Und dann ging es los mit Arbeiten und dann bin ich nach München gekommen. In München, da seht ihr dann Part 2. Wir fahren dann für euch extra nach München. Ihr seht dann genau, wo habe ich gewohnt, wo habe ich meine Ausbildung gemacht. Vielleicht können wir mit meinem alten Ausbilder nochmal sprechen, der so ein paar Informationen zu mir und zu den Jungs, die so um uns rum waren. Denn das Lustige ist, Dennis hat die Ausbildung mit mir dort gemacht und dort habe ich auch Dennis, meinen jetzigen Geschäftspartner und besten Freund, kennengelernt. Das heißt, so lange kennen wir uns schon. Das ist jetzt, glaube ich, über 16 Jahre her. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kurzen Einblick bekommen. Das heißt, wir sind jetzt mal alle schulischen Sachen durchgegangen. Ja? Jetzt seid ihr auf jeden Fall mal up to date und als nächstes kommt dann meine Ausbildung und was ich dann dort parallel gemacht habe. Denn ich habe mich dann auch während meiner Ausbildung schon selbstständig gemacht. Was das genau war, erkläre ich euch dann in Part 2. Das wird dann in naher Zukunft kommen. Ich wünsche dir was und zwar eine schöne, erfolgreiche Woche. Wenn dir das Video und dieses Format gefallen hat, Daumen hoch bitte da lassen und gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was du zum Thema Schule so verbindest. Ja, bist du gerade noch in der Schule? Was verbindest du damit? Ich persönlich kann sagen, Schule war für mich nur Zeit absitzen, weil ich dort relativ wenige Sachen gelernt habe, die ich dann wirklich fürs Business später, fürs Unternehmertum, für Persönlichkeitsentwicklung gebraucht habe. Und das kam dann alles über das Thema Bücher. Da würde ich dann aber auch nochmal drauf eingehen, weil das hat sich in München bei mir persönlich viel, viel krasser fokussiert, weil ich dort natürlich auch gesehen habe, was ist alles möglich mit Geld und welche Möglichkeiten hat man mit dem Thema Kapitalismus? Denn dort siehst du dann schöne Frauen, Louis Vuitton und Porsche. Ja, und mit dem Schlusssatz würde ich das Ganze gerne beenden. Ich wünsche dir was und zwar eine schöne, erfolgreiche Woche. Dein Schmidt Christian, bis zum nächsten Mal. Ciao.